klar. Es ist ein Spitzenspiel in der Handball-Bundesliga der Frauen, das Spiel Buxtehude gegen den HC Leipzig. Das war in der Vergangenheit so und ist natürlich auch heute so. Am Mittwoch, das ist vielleicht nicht ganz normal, etwas ungewöhnlich, weil der HCL spielt Europapokal. Die Königsklasse ist es wieder. Aber auch der Buxtehude SV spielt Europapokal. Werden wir auf jeden Fall noch drauf eingehen. Und auch viele, viele andere Dinge, die dieses Spiel betreffen. Aber erst einmal wollen wir uns über den Gastgeber unterhalten. Und wer kommt da besser in Frage als einer, der eigentlich alles weiß zu Buxtehude, zum BSV, als auch zum Team und zum Trainer, nämlich Peter Prior. Herzlich willkommen, Peter. Ja, schönen guten Abend. Peter, ich habe es gesagt, es ist erneut ein Spitzenspiel, aber unter etwas anderen Voraussetzungen, vielleicht als im Vorjahr. Oder sind die Voraussetzungen gleich? Was sagst du? Na, sind ähnlich. Also es wirkt Leipzig stärker. Das, glaube ich, kann man sagen. Und aber im letzten Jahr haben wir auch ohne 5 gespielt damals. Eigentlich war ganz klar die Favoritenrolle bei Leipzig. Bestätigte sich bis Mitte zweiter Halbzeit, immer mit 4 Toren geführt, aber am Ende haben wir doch gewonnen. Hier ist jetzt schon ganz schön Alarm, auch an einem Mittwochabend. Ist vielleicht sogar gar nicht schlecht, dass man am Wochenende nicht spielen kann, weil der HCL eben Königsklasse spielt. Nein, also wir spielen gerne am Mittwoch. Wir haben gegen THC auch ein tolles Spiel hier auf Mittwochabend abgeliefert. Auch unter ähnlichen Vorzeichen, wo man sagt, wir sind klare Außenseiter. Die Favoritenrolle ist dann beim THC gewesen und heute bei Leipzig. Gegen THC Bombenspiel gemacht. Wir hoffen, dass wir heute eine ähnliche Leistung wiederholen können. Es gibt sehr viel zu besprechen zu dem Spiel. Das machen wir natürlich nachher, unter anderem auch mit Easy Klein. Eine Sache, die uns nach wie vor sehr interessiert ist. Was passiert mit dieser kleinen Halle? Können wir von dem Umzug irgendwann ausgehen? Wie ist der Stand der Dinge in Bezug auf die Arena Buxtehude? Ja, wir haben heute, Stand heute noch 45 Tage. Die Latte liegt ja sehr hoch. 5 Millionen sollen auf dem Treuhandkonto sein bis 30. November. Wir sind jetzt knapp unterhalb von 3 Millionen. 2 Millionen fehlen noch und das ist natürlich wahnsinnig viel Geld. Wir hoffen, dass wir das schaffen und dass dann zum Ende des Jahres wirklich der Startschuss gegeben werden kann. Auch in dieser schicken neuen Arena soll dann natürlich in Europa Handball gespielt werden. Auch das tut der Buxtehude SV in dieser Saison im EHF-Pokal. Wann geht's los und wer kommt? Ja, Lugi HF aus Südschweden in der Nähe von Malmö. Das ist eine junge, glaube ich, schnell spielende Mannschaft, die nicht zu unterschätzen ist. Das Hinspiel haben wir hier am 9. November, 16 Uhr in dieser Halle. Und dann wollen wir eine gute Ausgangsposition natürlich fürs Rückspiel schaffen. Ganz prima, Peter. Herzlichen Dank. Dir viel Spaß heute. Uns viel Spaß. Aber eine kleine Pause legen wir ein. Wir wollen natürlich auch mit dem anderen Manager, mit einer wichtigen Figur im Handball, im Frauenhandball sprechen. Kai Zweithener. Bis gleich. Ja, weiter geht's. Da haben wir ihn, Kai Zweithener, der nicht das erste Mal in den hohen Norden reist zum Buxtehude SV, aber vor denen und dieser kleinen Halle, noch ist es ja die kleine, hat man schon immer Respekt gehabt und auch diesmal, oder? Ja klar, also Buxtehude mit dem Publikum hier in der engen Halle hat immer einen Heimvorteil. Das ist, ja, macht auch den Charme aus, aber ich denke, es würde schon mal Zeit werden, wenn sie eine neue Halle bekommen hier. Und es ist toll, die Initiative, die der BSV hier zeigt mit den Stiftern. Und ja, es ist ein bisschen schade, dass die Kommune hier nicht so richtig was macht. Das ist ein bisschen traurig in so einer kleinen Stadt wie Buxtehude, das einzige sportliche Aushängeschild. Da gehört eigentlich ein bisschen mehr gemacht und die haben es einfach verdient für die vielen Jahre gute Arbeit hier. Aber wir schauen mal, wir hoffen. Traumstart für den HC Leipzig in der Bundesliga als Spitzenreiter hier. Der Buxtehude SV ist aktuell Vierter und auch Königsklasse wurde schon gespielt und das erfolgreich zum Beginn. Zuletzt gab es eine Niederlage in der Arena Leipzig, die war sehr gut besucht. Das ist nicht ungewöhnlich in Leipzig, auch beim Frauenhandball. Aber es war kein schlechtes Spiel, das war überall zu lesen und man will den Schwung, all das Positive aus diesem Spiel mit hierher bringen nach Buxtehude, oder? Na klar, also wir haben einen tollen Saisonstart gehabt, 11 Siege in Folge, neuer Vereinsrekord, 7 in der Bundesliga, 3 in der Champions League und 1 im Pokal. War ein bisschen schade gegen Ljubljana, es war völlig unnötig, weil wir haben mit einer mäßigen Leistung haben wir gut mitgehalten und haben dummerweise die Chancenverwertung haben wir es mangeln lassen. 30% unserer Chancen, die wir haben, reinmachen und wir gewinnen das Spiel sicher. Aber Fakt ist, es ist auch eine Weltklasse-Mannschaft, die top besetzt ist, die eine Klasse haben, die auch unter Druck immer den Wurf machen und auch das Tor erzielen, wenn der Arm oben ist zum Zeitspiel. Da müssen wir uns nicht schämen, wir sind im Soll, wir haben auswärts gewonnen.
Champions League heißt eigentlich, du musst die Heimspiele gewinnen, also 6 Punkte holen und irgendwo vielleicht noch einen, dann kann das reichen. Wir hoffen mal, dass Ljubljana durchzieht und alle Spiele gewinnt. Wir haben es selber in der Hand, wenn wir gegen die Schweden jetzt 2-mal gewinnen können und vielleicht die Franzosen noch schlagen, dann werden wir sicher weiter. Das ist das Ziel. Ljubljana müssen wir nicht schlagen, das ist keine Pflicht. An einem guten Tag, denke ich mal, da muss alles passen, dann kann das mal gelingen. Aber klar, wir wollen natürlich hier gewinnen und kommen nicht hierher, um die Punkte abzuliefern. Gibt einige neue beim HCL. 2 ragen natürlich insbesondere raus. Einmal die Partnerin des Trainers, die hat er gleich mitgebracht. Und natürlich ein neues, altes Gesicht mit Susan Müller. Wie läuft es mit denen bisher? Ja, ich denke sehr gut. Susan Müller ist ein Weltstar, die in die Bundesliga zurückgekehrt ist, als Eigengewächs aus unserem Nachwuchs stammt. Da sind wir natürlich sehr stolz drauf, dass sie wieder zurückgekommen ist. Und sie kann auch den Unterschied ausmachen. Die Qualität, die sie hat und was sie gelernt hat auch in den Jahren, das kann sie schon sehen lassen und ist mit Sicherheit unter den Top 3 auf der Welt auf der Position und da sind wir schon stolz drauf. Und auch die Caro Svet, die ist noch sehr jung, kann aber mit Sicherheit auch noch weiter Potenzial, sage ich mal, abrufen. Im Moment in der Abwehr macht sie einen sehr guten Job, im Angriff ist das noch ausbaufähig. Aber ich denke, so insgesamt als Team funktioniert das schon sehr gut, aber wir sind noch lange nicht dort, wo wir hinwollen. Danke dir ganz herzlich, viel Spaß auch dir. Ich weiß, du wirst relativ nah dran sein am Spiel, gerade in dieser Halle. Also viel Spaß. Viel Spaß selbstverständlich auch Ihnen mit Buxtehude gegen Leipzig. Ein ganz, ganz herzlicher Gruß, das muss sein, von mir natürlich nach Sachsen und nach Leipzig und an alle HCL-Fans. Wir freuen uns auf Buxtehude, auf Leipzig und auch auf Isi Klein. Die ist heute unsere Expertin. Bis gleich. Exzellente Bedingungen natürlich im Schulzentrum Nord erneut für einen Handballklassiker, denn die Halle ist jetzt schon zu 80% gefüllt und sie wird sich auch noch ganz füllen zu diesem Spiel Buxtehude gegen den HCL. Das waren immer heiße Duelle in der Vergangenheit, das kann man auch von diesem Spiel erwarten, trotz der deutlich größeren Probleme in Bezug auf das Personal beim Nordclub, beim Team von Dirk Leulen. Ein bisschen Prominenz ist immer im Spiel hier in Buxtehude. Eigentlich geht es ja um Frauenhandball, aber die Männer, gerade auch Nationalspieler oder Bundesligaspieler, hier immer gut vertreten. Die Müllers waren schon hier, Daniel, Stefan, Dominik Klein natürlich, wenn er denn kann. Ein regelmäßiger Gast. Heute sollen vom HSV Hans Lindberg kommen und Henrik Toft Hansen. Warum das so ist, das werden wir auch noch erläutern. Wir schauen mal auf die aktuelle Tabelle, denn da wird noch mal deutlich, warum das Ganze heute ein Spitzenspiel ist. Weiße Weste, reine Weste für den HC Leipzig. Auch nicht das erste Mal mit einer solchen Weste angereist nach Buxtehude. Und der Buxtehude SV an 3 und nicht an 4, wie ich vorhin irrtümlicherweise im Intro gesagt habe, also der erste gegen den dritten. Und es ging meistens in diesen Partien relativ knapp zu. Der Thüringer HC, ein Minuspunkt. Warum? Weil man hier schon unentschieden gespielt hat. Das war auch eine enge Kiste hier im Schulzentrum Nord. Und eng ging es vor allen Dingen für das Team aus Thüringen zu. Es ist, man kann davon ausgehen, wenn man sich die beiden Kader anschaut, möglicherweise eine Konstellation, wo die Entscheidung wie im Vorjahr, auch wenn wir da sehr weit vorgreifen, im Handball Osten fallen wird. Aber gerade Buxtehude ist das in der Vergangenheit ja immer wieder und fast auch mal ganz erfolgreich gelungen. Wir denken an diese grandiose Finalserie gegen den Thüringer HC, 2 Jahre hintereinander. Den Handball Osten aus dem Norden zu
gefährden. Also jetzt sind es 90% im Schulzentrum Nord und nach der Tabelle schauen wir natürlich auch mal auf andere Zahlen und Daten und Namen, zum Beispiel den HC Leipzig. Was für ein illustrer Kader mit der Rückkehrerin Maura Visser. War ja verletzt, Knieverletzung, Mitte September zurückgekehrt, Nationalspielerinnen, wirkliche Weltstars. Kai-Sven Hinner hat es gesagt, wie eine Susan Müller, die 22, Augsburg, links außen auch in der Nationalmannschaft. Anne Müller, Ewigkeiten in der Nationalmannschaft, auf der Jagd nach einem Titel im Trikot des HC Leipzig. Carolina Kutlatsch, die Mannschaftsführerin. Und dann natürlich ergänzt dieses Team, Saskia Lang haben wir auch noch gesehen, über ein paar sehr interessante junge Spielerinnen. Zum Teil übrigens auch mit sehr bekannten Namen. Auch darüber werden wir noch sprechen. Also wir schauen natürlich nicht nur auf den HCL, also die Gäste heute und noch einmal der Extra-Guss. Wie wohl habe ich mich gefühlt in dieser Arena Leipzig über Jahre und vor allen Dingen auch in dieser wunderschönen Stadt in Sachsen. Ganz oben links Ulrika Agren, die ist hochinteressant. Das ist die Schwedin, schwedische Nationalspielerin. Das ist die Freundin von Henrik Toft-Hansen. Rani Bülow, Melissa Luschnert, Leonie Limberg, jung und eigentlich nicht geplant für die erste Mannschaft, muss heute unter anderem ausheben. Sarah Lamp, Antje Lenz, Friederike Hubernates, Neuzugang, Linkshänderin Jana Stapelfeld, Josi Techert hat es versucht, aber in dieser Woche gibt es noch eine Pause. Anja Ziegler, ehemals Neumann, auch wieder dabei, Julia Gronemann. Das ist ja dieses Torhütergespann beim Buxtehude SV, auch sie Neuzugang bei Buxtehude. Es ist schon eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, auch deshalb, weil der HCL natürlich einen Traumstart vor allen Dingen national erwischt hat. Und wenn man das dann auf die Königsklasse übertragen will, war das natürlich mit dem Start gegen Metz auch nicht schlecht. Und auch gegen Krim Ljubljana lief es ja gar nicht mal so schlecht und mit einer besseren Leistung. Wir haben es gehört, wäre sogar vielleicht mehr drin gewesen. Und übrigens in dieser Champions League der Damen im Handball geht es dann auch für den HCL schon am Wochenende weiter mit einem Heimspiel gegen Sävehof. Etwas anders ja die Voraussetzung dieses Jahr. 32 Vergleiche für alle Teams. Hauptrunde plus Meister- und Abstiegsrunde gibt es dann. Der Buxtehuder SV zuletzt erfolgreich gegen Bensheim. Und heute am Mittwochabend das sicherlich zweite absolute Spiel dieser Saison. Erfahrung natürlich auch, individuelle Klasse. Input durch den fast neuen Coach Thomas Ornebaum. Und natürlich auch die Hoffnung auf die Rückkehrerin Susan Müller. Und die hat natürlich, wie erwartet, schon mächtig eingeschlagen. Und auf die wird unter anderem besonders zu achten sein. Auch der Neuzugang Carolina Swit-Orneborg. Polin, Nationalspielerin, wichtige Spielerin für die Abwehr. Und nach 3 Jahren in Folge ohne Titel will das Spitzenteam aus Sachsen das Spitzenteam aus Thüringen jagen, vielleicht aber eben auch das Spitzenteam aus Norddeutschland, nämlich den Buxtehuder SV. Seit Ewigkeiten dabei, seit Ewigkeiten im Norden auch eine absolute Handballmacht mit großartigen Spielen in diesem Schulzentrum Nord und eben immer wieder auch gegen den HC Leipzig. So, die ersten paar Minuten habe ich jetzt viel gestanden. Jetzt können wir entspannt uns hinsetzen und gemeinsam mit Easy Klein den HCL begrüßen. Aber erstmal begrüßen wir dich, liebe Easy. Du kommst direkt aus der letzten Sitzung, kann man das so sagen? Ganz kurz, Easy, ich versuche deine Lippen zu lesen, das gelingt mir nicht. Du verstehst dich wahrscheinlich hervorragend, ich höre dich im Moment noch nicht, aber das ändern wir bestimmt noch. Vielleicht auch. Also, liebe Jungs von Live im Netz, ich glaube, Easy kann sich selbst gut verstehen, auch nicht und ich sie auch nicht. Dafür ich mich umso besser. Also vielleicht können wir das nochmal nacharbeiten. Easy, plauder einfach ein bisschen weiter, damit wir... Doch, sie ist da. Jetzt darf Hallo. Sie auch reden. Jawohl, da haben wir sie. Also,
nochmal die Ausgangsfrage, weil die wird bei niemandem angekommen sein. Du kommst direkt aus der letzten Zusammenkunft. Was war da die Kernaussage vom Verantwortungsträger im sportlichen Bereich der Gloin? Ja, es war ganz klar die Aussage, wir wissen, was heute auf uns zukommt. Also ich glaube, wir spielen gegen eine sehr starke Mannschaft, noch stärker als in den letzten Jahren, glaube ich. Und aber gegen so einen Gegner kann man eigentlich nur gewinnen. Also man hat nichts zu verlieren, man kann locker aufspielen. Und wenn alles bei uns läuft und wie der Trainer so schön sagt, ein paar andere Faktoren auch noch gut sind, dann haben wir auch eine Chance gegen so einen Gegner. Aber wir haben halt überhaupt keinen Druck, wir können ganz frei aufspielen und einfach mit Spaß an die Sache rangehen. Wie ist die Saison bisher gelaufen? Also wir haben ja nicht... Für den Notfall, aber auch auf der linken Seite, auf der linken Außenbahn sind auch zwei junge Spielerinnen dabei, die auch erst seit dieser Saison wirklich in der ersten Bundesliga angekommen sind. Und ja, wird ein tolles Erlebnis für sie bestimmt. Isi, was hältst du vom HCL in der Saison 2013-2014? Auch wenn wir hier Dirk Leun sehen, wir schauen ja immer, wenn wir dann in der Halle sind, manchmal passiert das ja nicht als Handballreporter, in die Gesichter, und die machen einen sehr zuversichtlichen Eindruck, einen sehr optimistischen Eindruck, obwohl sie Respekt vor der Aufgabe haben. Das hat auch kein Sven Hähner im Vorgespräch nochmal eindeutig herausgearbeitet. Ich glaube, das wird eben interessant, also wie sie in ihrem Rhythmus momentan sind. Sie haben Samstag Champions League gespielt, spielen am kommenden Wochenende wieder Champions League, und dazwischen sind wir sozusagen noch als Pflichtaufgabe. Und das wird eigentlich spannend, wie sie das meistern. Weil ich glaube, im Kopf, wenn man will, die Sache immer ernst nehmen, man weiß auch, dass Erfurt hier auch ein Stück weit gestolpert ist. Trotzdem, wie gesagt, ist es schwierig, zwischen dem und dem Champions League-Spiel trotzdem auf, gegen den Gegner auch wieder bereit zu sein, vom Kopf her. Werden wir sehen, wie sie es machen werden. Sie hat ja mit unglaubliches Potenzial. Was sie, wie sie es abrufen können heute, ja, werden wir gleich erleben. Auch der Manager ist schon recht optimistisch, aber er warnt erneut auch vor dieser kleinen Halle, vor dem Schulzentrum Nord. Wir haben mit Peter Brüher vorhin natürlich noch einmal ausführlich auch gesprochen über dieses Projekt, was ja hoffentlich tatsächlich dann endgültig angeschoben werden kann, die Arena Buxtehude, wenn dieses Geld noch zusammenkommt. Das ist aktuell das Problem, und das Zeitfenster wird immer kleiner bis zur endgültigen Entscheidung. Aber warum ist das so schwierig, wenn man hier als Auswärtsteam antreten muss, auch wenn man es eben kennt? Ich meine, wie oft hat der HCL hier schon gespielt? Das ist eine gute Frage, die ich nicht beantworten kann, weil ich noch nie als Auswärtsmannschaft hier war. Also seit dem ersten Ligaspiel spiele ich für Buxtehude. Von daher habe ich eigentlich immer den Luxus, dass ich diese gute Stimmung für uns erlebe. Ich glaube eben schon, dass halt extrem viel Lautstärke aufs Feld kommt, dadurch, dass die Halle eben relativ klein ist. Und wenn eben bei uns Stimmung in der Mannschaft aufkommt, die das Publikum einfach unglaublich mitgeht. Ich meinte das jetzt, was den HCL angeht, besonders auch die Arena, du kennst sie auch gut, das ist ja eine ganz andere Halle, ganz andere Abmessung, relativ weit weg. Ich meine, wenn da 3.000, 4.000 kommen, dann ist da auch Alarm, aber es ist eben auch so von der ganz Gesamtkonstellation etwas anderes. Ja, man sagt es ja nicht umsonst, also wenn man irgendwo spielt, macht man ja meistens ein Training vorher, um die Halle kennenzulernen. Das klingt ja immer absurd, weil die Spielfeldgröße bleibt gleich. Aber manchmal ist es eben doch mal ein Gegenschuss von die in die Ecke rennen, einfach mal ein Gefühl für die Halle zu bekommen. Das macht man ja nicht umsonst. Der HC Leipzig in den dunklen Trikots im Angriff mit Susan Müller. Jetzt zwar nicht im rechten Rückraum, aber da ist sie natürlich meistens zu Hause. Carolina Kutlatsch in der Mitte, Kapitän der Mannschaft. Saskia Lang links im Rückraum. Kreis Anne Müller, ganz rechts ist es Debbie Bonn. Und links kann es eigentlich auch keine andere sein als Nationalspielerin Nathalie Augsburg. Erster Treffer für den HCL und von Carolina Kutlatsch. Die ist so ziemlich am längsten dabei und wechselt. Also in der Abwehr kommt dann ein neues Gesicht, ein interessantes Gesicht. Nicht nur, weil sie sehr gut Handball spielen kann, sondern weil der Trainer Thomas Ornebohr sie gleich mitgebracht hat. Das ist nämlich die Partnerin von ihm. Carolina Svet Ornebohr. So, und dann fehlt uns natürlich, und auch dir eine, Katja Schülke. Ja, aber sie fehlt ja aus einem schönen Grund. Also daher fehlt sie mir nur bedingt, und ich muss sagen, ich bin auch persönlich mit ihr im Kontakt immer wieder, und deswegen, ja. Aber der Mannschaft fehlt sie auch auf jeden Fall. Sie ist natürlich eine Extraklasse. Schön. Das war ein sehr guter Auftakt jetzt im Angriff für Buxtehude über Randy Bülau. Schiedsrichter der Partie, Peter Behrens und Marc Pastorf.
Und weil wir über Katja Schülke gesprochen hat, die Nachrückerin für sie im Tor beim HCL, Melanie Herrmann. Und das ist ein neues Gesicht. Ein neues in Buxtehude. Du kennst sie schon länger, ich kenne sie schon länger. Friederike Gubernatis hat sich gut eingeführt beim BSV. Ja, absolut. Also jetzt gerade auch wieder bei unserem letzten Auswärtsspiel in Bensheim hat sie überragend gedeckt. Also was sie da geleistet hat, war wirklich stark. Es ist jetzt zum Beginn eine relativ offensive Abwehr. Antje Lenz im Tor. Ja, Problem vom 7-Meter-Punkt. Susan Müller hat gespielt gegen ihren Ex-Club am Wochenende in der Königsklasse gegen Krim Ljubljana. So, und jetzt haben wir zumindest einen kleinen Moment Zeit, auch den Rest vorzustellen. Randi haben wir schon erwähnt, Friederike auch. Das ist die Halblinke. Jessica Oldenburg. Ja, wir wussten, dass wir auch mutig sein müssen in dieser Abwehr. Also Leipzig hat eine unglaublich kompakte Abwehr und es ist wichtig, dass man von hinten Druck ausübt. Und ja, jetzt ist jetzt zweimal mit großer Überzeugung zum Tor gegangen. Einmal hat sie Randi schön frei spielen können, einmal jetzt selber gegangen. Genau, was wir brauchen gegen sie. Ich habe mit dem HCL ein bisschen Zeit verbracht im Juli. Aus ganz anderen Gründen als Handball. Natürlich auch mitgenommen. Also so die aktuellen News und mal in die Gesichter geschaut. Da ist mir aufgefallen, dass Susan Müller etwas anders aussieht als in der Vergangenheit. Die macht, also die ist super schlank, ist mir aufgefallen. Ist das athletisch schlank? Ja, kann man schon sagen. Ja, sie ist, gute Frage, ich glaube, es war auch schon letztes Jahr bei der Nationalmannschaft auch schon so. Sie hat trotzdem auch eine unglaubliche Power. Also wenn wir Krafttraining machen, ist sie ja kein Stück von ihren Gewichten runtergegangen oder sonst was. Deswegen, man sieht ja auch in ihrem Spiel, dass noch viel Kraft in ihr steckt. Ja. Sina Ritter vom Punkt. Melanie Herrmann. Wir haben natürlich auch die klare Devise, dass wir nützen wollen, dass sie Angriff-Abwehr wechseln. Also dass wenn wir schnell spielen können, das eben auch gezielt mal nützen wollen. Also wir können es nicht immer machen, weil dafür ist einfach ihr Kader viel zu breit aufgestellt, dass man das immer wieder machen könnte. Aber wir wollen es immer wieder probieren, punktuell, wenn wir eben dieses Auswechseln dann dadurch ausnutzen. An den Pfosten. Haben wir kurz Kreuzmann hinter gesehen im Hintergrund. Also ähnlich wie Peter Prior ist das, glaube ich, ein Typ, der dann, selbst wenn ein Spiel läuft, noch tausend andere Dinge macht. Ich glaube, der betreut auch noch den Live-Ticker beim ACL. Jedenfalls ist er ständig mit seinem Blackberry im Gange. Situation müssen wir natürlich besser nutzen. Jetzt sind wir in Überzahl und müssen mit Geduld ein bisschen spielen, eigentlich im Freien. Man suchen trotzdem eben auch mutig bleiben, haben wir jetzt gerade gesehen. Keiner sucht sich zum Tor, dadurch kann die Abwehr schön weiter schieben und dann passiert eben auch nichts. Oh, schon was. Jemand dran, genau. Eines dieser vielen großen Talente, die aus dem Nachwuchsbereich kommen beim HCL. Und sie hat ja auch nicht nur in Slowenien gespielt. Ja, sie war ja vorher noch in Dänemark auch sehr erfolgreich. Aber sowas ist natürlich auch mal gut für die Entwicklung, weil man doch viele unterschiedliche Spielsysteme auch geprägt wird. Also man hat sowohl diese schnelle dänische, breite Spielanlage. In Slowenien war es eben doch mehr auf die Shooter ausgerichtet, ganz klar. Und ja, das ist natürlich auch auf jeden Fall ein Vorteil. Schön. Sehr gut.
Ball beim BSV. Also ganz rechts außen die von Easy Kleinkind erwähnte Leonie Limberg am Kreis. Ein weiterer Neuzugang mit Ulrika Augren. Kommt im Spiel die deutsche Sprache schon bei ihr an oder ist das immer noch so eine Mischung aus verbal das Versuchen zu lösen, aber auch irgendwas zu zeigen? Sehr gut, schön im Nachpassen. Das ist natürlich wichtig für sie, wenn sie gleich den ersten reinmacht, ist natürlich für Selbstbewusstsein auch echt gut. Und bei Ulis ist natürlich so die Ulrika, die will wirklich auch viel sprechen, also sie bemüht sich da eben auch. Manchmal trotzdem schwierig, das merkt man, wenn es schnell geht. Also dann ja, ist eben nochmal ein Unterschied dann. So versucht sie es, wenn sie langsam, wenn man mit ihr geduldig reden kann, aber wenn es im Spiel schnell geht, greift man dann doch wieder manchmal auf das Englische zurück. Ja, ist auch ein schmaler Grat, das dann tatsächlich einzuräumen, dass es Probleme gibt mit dem Verständnis. Man nickt dann, man lächelt freundlich und kann sich auch nicht ganz so sicher sein, was da eben angekommen ist. So, hoffentlich ist das gut ausgegangen. Na, das ist für Anne Müller. Wenn sie mal liegen bleibt, nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Nee. Eine Ewigkeit in Leverkusen gespielt. Das war gerade eine sehr unglückliche Situation. Also Saskia Lang ist gelandet und ist genau in ihr Knie reingefallen, aber sie geht, das ist ja hoffentlich ein gutes Zeichen. So, nimmt erstmal Platz auf der Bank. Und für sie kommt in der Abwehr Maura Wisser. Ja, das ist schon ein ziemlich illustrer Kader, wenn man die Namen mal so durchgeht. Übrigens, einer fällt hier auch auf. Das ist, auch wenn sie eine Junge ist und noch nicht so bekannt, sie selbst, aber Rösicke ist im Handball schon ein recht bekannter Name. Ich glaube, wir werden sie auch gleich sehen. Also sie wird jetzt am Kreis jetzt mal gleich kommen, wenn Anne nicht mehr kann. Isa Sophia Rösicke. Das Thema Abwehr. Isabel Klein hat es bereits beschrieben. Es ist eine gute Abwehr, es ist eine kompromisslose Abwehr. Man merkt natürlich auch immer den Unterschied zwischen Bundesliga und Champions League. Also das ist schon ein extremer Unterschied teilweise. Haben wir letztes Jahr auch zu spielen bekommen. Man deckt in der Champions League und bekommt gar nichts, wo man angepackt wird. Und in der Bundesliga ist es in der Regel eigentlich immer ein Foul. Und genauso packt man aber auch selber an und plötzlich kriegt man hier gleich gelb oder zwei Minuten. Ja. Immer noch eine Umstellung. Gebe ich dir absolut recht. Es ist gewöhnungsbedürftig bei den Frauen wie bei den Männern. Die Teams, die neu dazu stoßen in der Königsklasse, bei den Männern in der berühmten Velux EF Champions League, da siehst du am Anfang immer ganz genau, dass die Schwierigkeiten haben, das auch einzuordnen. Was wird jetzt gepfiffen? Was lassen die Schiedsrichter durchgehen? Da gibt es natürlich dann auch noch individuell von Gespann zu Gespann Unterschiede, aber Tendenz richtig beschrieben. Ich würde jetzt auch mit Anna Stapelfeld. Ja, das ist in der Unterzahl reagiert. Ich glaube, Fredda hat die zwei Minuten bekommen und deswegen hat er ja Kreisläuferin rausgenommen, Ulis, und dafür eben den dritten Rückraum gebracht. Also der BSV aktuell in Unterzahl. Und wenig Treffer in fast 10 Minuten. Der Wechsel beim HCL und trotzdem wird natürlich Tempo gemacht. Schön. Durchgespielt, weitergeleitet den Ball von Susan Möller auf Debbie Bond. Aber sehr gute Leistung im Tor. Ja, das müssen wir auch nutzen. Also Anke hat von ganz klar von außen ihre Stärke. Und ich glaube, wenn immer die Entscheidung fällt, helfen oder nicht helfen als Außenspieler,
dann muss man auf jeden Fall immer einrutschen, weil das ist ganz klar ihre Stärke. Das hat sie auch letztes Jahr Champions League, hat sie da unglaublich viele Bälle gehalten von der Außenposition. Hat sich gerade mal entspannt die Größte ausgesucht. Obwohl Größe nicht immer eine Rolle spielen muss, überhaupt nicht. Ah, schade für Roderike Gubernatis. Mit diesem Schlag muss man natürlich auch aufpassen, weil das ist eben Melanie Herrmanns Stärke ganz klar. Also da ist sie immer gut, wenn man am Schlaghof kommt und unten wirft, da geht sie komplett runter. Also da müssen wir, das wissen wir eigentlich auch, wenn wir in diesem Schlaghof kommen, den Ball hochkriegen. Warum ist er jetzt auch im Angriff? Also es ist nicht so, dass man unzufrieden ist in den Reihen des HCL, aber man erwartet eigentlich immer noch und nach wie vor ein bisschen mehr von Maura Wisser. Zuletzt war sie jetzt verletzt. Das ist Mitte September wieder dabei, hatte ich schon gesagt. Da ist ein unglaubliches Spielverständnis, aber sie ruft dann irgendwie doch nicht immer ab, also von dem, was sie eigentlich kann. Treffer über die linke Seite für den HCL. Auch links beide Nationalspielerinnen, Saskia Lang, wie auch Nathalie Augsburg. Na gut, wenn man jetzt die Mannschaft anschaut, dann stehen da 7 Nationalspielerinnen auf dem Feld. Ja. Das ist etwas, was man unbedingt vermeiden soll. Es war ein relativ leichter Ballgewinn und dann geht die Post nach vorne ab und das immer sehr, sehr schnell. Schön. Und deshalb ist diese Antwort gut. Genauso schnell. Aber wir müssen bei den Pässen an Kreis zum einen über den Boden kommen. Also diese Pässe oben rum sind immer gefährlich, weil sie einfach große Spielerinnen haben, die immer mit den Armen arbeiten. Und sie schieben natürlich auch immer gut zu. Sie bieten einem immer dieses Kreisanspiel an. Das wissen wir aber eigentlich auch. Und dann schieben eben 2 Leute zu. Ganz liebe Grüße übrigens von uns beiden an Katja Schülke, weil wir sie vorhin am Wickel. Ich bin mir fast sicher, dass sie schaut. Ich hatte sie sogar hier erwartet. Es könnte nur sein, dass sie in der Bibliothek sitzt und schaut, weil sie ist ja gerade lernen für ihr Examen. Und daher. Das sind eben diese leichten Fehler, das sieht man halt. Sobald wir diese leichten Fehler machen, läuft man gleich ins Messer bei ihnen. Weitere Führung für Leipzig. Deutscher Rekordmeister. Ah, letzte Meisterschaft liegt schon ein paar Jährchen zurück. Ich habe es am Anfang gesagt. 2:10 zum letzten Mal. Uiuiui. Warum jetzt so rum? Ich glaube, er hat vorher Schritte abgepfiffen. Da gibt es auch Freiwurf. Sie müssen jetzt eben improvisieren. Das haben Sie Carolina Kutlatsch am Kreis. Wo ich jetzt persönlich eigentlich immer gegen offene Bedeckung gar keine so schlechte Variante finde. Also wir machen das manchmal auch, dass wir Randy Bühler mal im Kreis stehen. Oder der Vicky hat ja auch gemacht teilweise mit Philipp Lücher, weil wenn die natürlich den Ball dann trotzdem mal kriegen, haben sie halt sehr viel Platz. Wie schön, dass du das sagst, weil ich hatte es natürlich mir fest vorgenommen, den THW komplett auszuklammern. Aber es sei auch noch erwähnt, dass sie heute spielt in der Bundesliga gegen Barling. Sonst wäre übrigens meine Frau natürlich auch hier gewesen und hätte ihrem Ex-Club das ist ein paar Jahre das selbstverständlich nur anschauen und ihren ehemaligen Chef mal in den Arm nehmen. Den unverwechselbaren Karl-Sven Heder. Oh ja. Ein bisschen kompliziert gemacht, das Ganze.
Jawohl. Oh nein, 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 nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Sie ist voll auf dem Bein gelandet. Es gab voll Druck auf das Knie. Nein, das habe ich. Anderes Bild. Sie wollen uns auch anderes Bild. Sie wollen uns drauf. Da verschlägt es uns beiden jetzt mal kurz die Sprache. Ich mache das ja nun schon lange genug von dieser Stelle mit. Hast du das Promo? Ach, eigentlich wollen wir uns die Verlangsamung auch gar nicht ansehen, weil das konnte man erahnen, dass das da zumindest einen sehr heftigen Stoß aufs Knie gegeben hat. Der hat leider auch schon ein vorbelastetes Knie, das ist ja das größte Problem bei ihr eigentlich, in dem jungen Alter. Heftige Schmerzen für Sina Ritter. Das tut uns allen sehr weh. Der Trainer der Gloria muss das aktuell einfach nur registrieren und gleich wieder reagieren. Geht nicht anders in einem Spiel, dass es weitergeht. Klar. Sehr nette Gesten, sehr faire Gesten aus dem HCL-Lager. Von einem Coach, der er eigentlich nicht neu ist, der das Amt von Stefan Matzen ja ein bisschen früher übernommen hat, bereits im Frühjahr. Weiter geht's erstmal mit dem HCL im Angriff, mit dem Messestädterin. Der linken Rückraumspielerin für die Mitte. Das sieht man in Skandinavien ganz, ganz häufig, allerdings auf engstem Raum. Ich glaube, skandinavische Spielerinnen sind einfach sehr gut ausgebildet im 1-1. Sprich, sie kommen eine kleine Lücke schon durch. Sobald da die Hilfe kommt, ist eben die Spielerin hinten rum schon. Also wir drücken Sina Ritter fest in die Daumen, dass das nicht schlimmer ist und wir wollen auch gar nicht erkunden, was es jetzt genau ist. Ganz links jetzt Melissa Duschnatt. Da haben wir sie. Gelassen, erneut, diesmal nur umgekehrt, von rechts nach links. Hilau, Natis, die längste mit dem Block, hinten die neue. Carolina Svet, Auszeit, Buxtehude. Nicht um seine Aufgabe zu beneiden, aber mein gut, wir reden immer wieder drüber. Er muss die Probleme lösen, wenn sie denn da sind. Gibt es jemand, der ihn jetzt explizit auf der Bank unterstützt, weil ihr sitzt ja du hier bei mir, der Rest, der nicht spielt und der ist auch nicht klein, der andere Teil sitzt hinten. Er macht das schon ganz alleine, der Kleine. Ja, da ist glaube ich keiner, der ihm da reinredet. Ich finde es persönlich eigentlich immer nicht schlecht, wenn man jemanden hat zum Reden. Also man weiß es selber auch manchmal, ich stehe auf dem Spielfeld, guckt danach das Spiel nochmal und denkt sich, warum habe ich das oder das nicht gemacht? Und da bin ich eigentlich immer sehr dankbar gewesen für Randy Bühler. Also wir können zum Glück nicht nur außerhalb des Spielfeldes sehr gut miteinander, sondern auch auf dem Spielfeld. Wir können es auch mal wirklich anmachen, aber ja. Wir können es einfach auch sehr gut austauschen. Also ich sage, ja, überleg mal das, mach mal das. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man diesen Gedankenaustausch hat, diese Ideen, weil man kann nicht alleine alles sehen.
wahnsinnig wichtig. So, beim HCL sitzt da jemand, wenn er auch Torhüter war, aber absolute Weltklasse, Olympiasieger, Wieland Schmidt, ich weiß nicht wie viele hunderte von Spielen, der er auch schon erlebt hat, auf unterschiedlichem Niveau. Natürlich sieht er auch nicht nur, was die Torhüterin machen. Das ist der Hauptverantwortliche und der andere, Wieland Schmidt, nicht weit von ihm. Sie ist mehrmals mit dem gleichen Spielzug erfolgreich gewesen. Einmal trocknen, auch nicht unwichtig. Ich glaube, das, was wir vorhin drüber gesprochen haben, von wegen dieser Halle oder auch einer Arena, da wissen wir um die Vorteile dieser Halle. Fakt ist aber auch, es ist halt eine Schulsporthalle. Also es wird hier immer versucht, dass man die Halle auch sauber hält und sonst was, aber es sind halt jeden Tag 8 Klassen da, die dann auch mit Schuhen drauflaufen, mit allem. Und wir oft das Problem haben, dass die Halle rutschig ist. Also das ist ja leider ein Problem hier, wo wir uns auch mal wieder wünschen, dass wir eben auch in der Arena hätten, wo wir alle Bedingungen immer auf einem Fleck hatten. So geht man arbeiten, dann fährt man da ins Fitnessstudio, man fährt da zum Physio, man geht da in die Halle. Und also ich persönlich glaube, ich verbringe mehr Zeit in der Halle als mit meinem Mann. Und deswegen wäre es natürlich optimal, wenn man mal eine Arena hätte, wo man alles auf einem Fleck hat, wo man alles ja, logistisch einfach gut erledigen könnte. Als Jugendlicher habe ich mich immer in Eutin gefragt, in der berühmten Hans-Heinrich-Siebert-Halle, wieso der Hausmeister wirklich alle 2 Stunden mit 3 riesigen Besen das gesamte Spielfeld abgezogen hat. Und mich dann immer gewundert, was der da zusammengesammelt hat und was da in seiner Ecke lag. Davon haben wir als Handballer sowohl im Training als auch im Spiel sehr profitiert, wenn wir nicht das ganze Zeug immer an den Bällen hatten. Nicht, dass wir damals schon mit Harz gespielt hatten. Nicht. Gar kein Fall. Schritte und deshalb Freiburg für Leipzig. Übrigens aktuell ohne Luisa Schulze. Auch an die herzliche Grüße. Nabelbruch ist auch ein paar Wochen pausieren. Bleibt am Kreis. Das war allerdings jetzt eine andere Allzweckwaffe mit Saskia Lang. Zwei Minuten gibt es auch noch. Ich weiß nur ehrlich gesagt, warum für diese Spielerin. Ich glaube, dran gehangen ist, wenn jemand anderes. Nee, Saskia hat die 2 Minuten nicht bekommen. Nee, aber auch Ulrike Orgrin war, glaube ich, nicht beteiligt an der Aktion. Das scheppert es, diesmal bei Julia Gronemann. Kammer aus Bad Wildung. Hinten im Rückraum auf jeden Fall solche mit ziemlich viel Erfahrung in der Bundesliga. Auch mal ein leichtes Tor. Jawohl, genau. So, da haben wir jetzt mal kurz Wieland Schmidt, das ist der ältere der beiden Herren. Absolute Legende im Handball. Finale 1980, Moskau, entscheidenden Ball gehalten bei den Olympischen Spielen und danach den Ball mal ganz entspannt in die Ränge gefeuert, werde ich nie vergessen.
ist ein ganz, ganz netter übrigens. Und ich habe auch viele Spiele mit ihm zusammen kommentiert, noch zu MDR-Zeiten der SC Magdeburg. Da war er ja geradezu prädestiniert für, als ehemaliger Magdeburger. Tja, und Thomas Ornebohr hat im Vergleich zu Dirk Loin viele Möglichkeiten, sein Team, seine Truppe umzustellen. Aber er hat da eher mal die Qual der Wahl. Das kann Dirk momentan nicht passieren. Auch das wird natürlich nachher, wenn ihr Europapokal spielt, nicht so viel anders. Und es war in der Vorsaison natürlich auch so. Und es betrifft alle Mannschaften, die auch international spielen. Da muss sich ein Coach natürlich auch genau überlegen und beobachten, wer hat jetzt viel gespielt, wo mache ich vielleicht eine Überbelastung aus, auch ein bisschen sowas wie Überspiel. Manchmal fehlen dir aber die Alternativen, also du musst dann auch die Kandidatin oder die Kandidaten spielen lassen. Aber da ist sehr viel Fingerspitzengefühl gefragt. Man hat das letztes Jahr gemerkt in der Champions League-Phase auch. Also man hat eigentlich kaum noch trainiert. Also man hat eigentlich nur noch regeneriert und dann wieder gespielt, wieder regeneriert und gespielt. Und eine Taktikeinheit gemacht, gespielt, regeneriert, Taktik, trainiert. Das ist ein guter Punkt. Also normale Trainingseinheiten ist da irgendwas einzugehen, ob mal individuell zu arbeiten oder irgendwas Spezifisches zu machen, das kannst du fast abhaken. Ah, schön eingelaufen gegen die Ballrichtung und gut gesehen von Jana Stapelfeld. Und mehr als ein Grinsen huscht ihr durchs Gesicht. Das ist eben die Anja Ziegler, die angesprochen aus der zweiten, die dieses Jahr noch gar nicht trainiert hat. Und ich glaube, sie hat gestern Abend einen Anruf bekommen, ob sie sich vorstellen könnte, heute uns auszuhelfen. Deshalb steht sie auch nicht im Programm. Richtig. 10 Minuten noch in der ersten Halbzeit. Isi stößt dann zum Team. Wir versuchen zumindest, Henrik Toft Hansen und Hans Lindberg zu finden. Hans sehe ich in diesem Moment, das gibt's doch gar nicht. Henrik ist 2 links neben dran. Siehste. Und Hans hat auch seine Frau mitgebracht. Ja. Direkt hinter den Leipziger Fans. 1, 2, 3, dritte Reihe. Also mehr darf ich auch nicht verraten. Jetzt sehen wir mal die taktische Variante. Wir haben uns eben auch überlegt, wenn wir das Spiel so nicht in den Griff bekommen, dass wir dann eben Susanne Müller mal ganz rausnehmen aus dem Spiel. Einfach nur, um sie vor eine neue Aufgabe zu stellen. Also klar haben sie eigentlich individuelle Möglichkeiten, das auch auszunutzen, aber man weiß es selber auch, man muss sich erstmal umstellen und es ist zumindest mal ein Angriff gut gegangen. Wunderbar, da haben wir Hans und 2 links davon sitzt Henrik Toft Hansen. Das ist übrigens seine bezauberte Frau, rechts von Hans Lindberg. Das direkt neben dran ist von Pascal Hens, die Frau, also vielleicht freut er sich nicht zu hören, dass... Die spielen morgen übrigens wieder Champions League. Warum trainieren die heute nicht? Gut, weiß Martin Schmalt besser als wir. Wir haben schon trainiert, da musst du dir keine Sorgen machen. Da links haben wir Henrik, Brüderpaar. Da ist er, genau. René Toft Hansen ja beim THW Kiel. Das sind auch schöne heiße Duelle, Hamburg gegen Kiel. Und die beiden, wer wird am Ende national vorne liegen? Danke, Flo. Herzlichen Dank für das Angebot, ganz toll. Und was ganz toll ist, finde ich übrigens auch, die sind aus unterschiedlichen Gründen hier, denn der eine, Henrik, ist ja mit ihr zusammen befreundet, die sind im Doppelpack gekommen nach Norddeutschland. Aber richtig gut, dass die zuschauen. Da muss heute eigentlich gleich die Einladung ausgesprochen werden, zurück vielleicht in die O2-World. Ich würde da ein Spiel vorschlagen, zum Beispiel gegen die SG Flensburg-Handewitt in der Königsklasse. 16.11. Zufällig auch ein Spiel bei Eurosport, 16.45 Uhr. Es ist hier unglaublich, wie ich die Termine im Kopf habe. Unfassbar. Ich könnte meinen, du machst nichts anderes. Ist ja auch ein bisschen so. Morgen übrigens 18 Uhr HSV. Im Heimspiel gegen Aalborg. So, wir sind aber in der Bundesliga der Frauen.
auch wenn der HC Leipzig hier erneut trifft. Es sieht wirklich nicht so schlecht aus Sicht von Buxtehude. Diesen Schock musste auch erstmal wieder aus den Klamotten bekommen. Es ist erneut ein wirklich dünner Kader. Wir haben es mehrfach gesagt, wer fehlt, wer aber heute auch krank ist, wie eben Maxi. Yoshi hat schon versucht, sollte zumindest, glaube ich, gegen Bensheim spielen, aber lässt es diese Woche noch. Sie hatte leider Pech, sie hatte freitags im Abschlusstraining unglücklich ein Knie reinbekommen und es ist alles stabil, aber es ist, glaube ich, wie ein richtiger Pferdekuss in den Oberschenkel. So war es halt leider nur im Gelenk. Dementsprechend ist es eben vollgelaufen, es war dick, sie konnte sich nicht mehr beugen, es war keine Möglichkeit, dass sie da spielen konnte. Und jetzt hat sie aber heute wieder auch mit Radeln angefangen, ich glaube, sie will auch morgen laufen versuchen und sieht alles soweit ja ganz gut aus. Also ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit, aber ja, nach einer Verletzung muss man einfach nichts überstürzen, ist auch klar. Nee, absolut, prima. Prima, dass sie überhaupt wieder soweit ist. Nathalie Augsburg trifft für den HCL. Sechs Minuten noch. Zur Attacke blasen. Das waren die Worte von ihm, von Thomas Ornebauer, natürlich auch von Kai-Sven Heder. Jeder Trainer, der nach Leipzig kommt, weiß, dass man nur über Erfolg sich definiert dort. Und erneut und immer wieder eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung. Werden. Wir hatten jetzt schon zwei, drei Mal die Situation, dass wir eigentlich gut hinten sind, aber keine richtige Zuordnung haben. Und das nutzen sie eben, sie haben eine unglaubliche Spielübersicht, das nutzen sie dann eben aus. Ziel zu 13 aus Sicht der Mannschaft im Angriff. Bleibt. Gibt es natürlich auch noch Julia Blöger, schön über den Kreis der Buxtehude SV, prima, super. Die Leipziger sind auch in die offensive Abwehrvariante gegangen und dann müssen wir es natürlich nutzen, dass wir da so eine gute Kreisler drin haben. Schön. Drei schnelle Treffer jetzt durch Buxtehude, wunderbar. Eben vom Kreis, jetzt über Jana Stapelfeld. Auszeitreaktion. Übrigens muss ich, wenn ich an Henrik und an Ulrika denke, automatisch an euch denken, an Dominik und dich, im Zusammenhang mit dem Elbtunnel. Weil ich war heute auch schon wieder auf dem Weg über Kiel runter auf das Team und dann hörte ich 20 Kilometer. Ich sage, ich werde wahnsinnig. Ja, ich glaube, Unis fährt einfach mal zu guten Zeiten. Also eigentlich nach dem Training nach Hamburg rein ist eigentlich mal eine gute Strecke. Und vor dem Training ist sie schon immer sehr pünktlich da, weil sie ja das Risiko kalkulieren muss, dass Stau sein könnte. Aber insgesamt, glaube ich, bisher würde sie noch gar nicht so viel schimpfen darüber. Also ich glaube, da stand sie schon mal länger von Ottmarschen bis nach in die O2 World. Also daher geht das noch. Wobei das eben sehr günstig ist von der Auffahrt. Also selbst wenn du da in den Stau gerätst, bist du ein bisschen schneller im Tunnel, als wenn du aus dem Norden kommst. Also Buxtehude wieder dran, 12 zu 13. Wenn du jetzt in der Halbzeitpause in die Kabine gehst, nimmst du deine Eindrücke mit, aber nimmst auch Kontakt aus zu Dirk oder fragt er dich vielleicht? Also in der Regel sitzt sie eigentlich auch mit neben der Bank, dass wir auch da den Kontakt dann haben. Das ist manchmal einfach so leicht, wenn man außen ist, in Anführungsstrichen unbeteiligt, weil man kann Sachen viel leichter sehen. Und das ja, weiß er eben halt auch, dass er das dann auch mal annimmt. Also man guckt eigentlich mehr, ob die Spielerinnen es auch wollen, ob die da auch nicht Kontakt suchen. Und dann mit Sicherheit, wenn mir jetzt Sachen auffallen, kann ich das auch mal anbringen. 3,5 Minuten noch. Auch das war wieder gegen die Ballrichtung eingelaufen und schön mitgenommen.
Ja, ich glaube, es war auch richtig. Also sie geht erst um 30, steht jetzt danach wieder draußen, ja, aber die nimmt erstmal den kürzesten Weg. Und war auch instinktiv genau richtig gemacht von Friederike Gubernatis. Denn Michel Ubrecht war ganz schön mitgenommen worden. Jetzt im rechten Rückraum. Das ist die junge Dame mit der 26. Herr Leipzig hat auch reagiert auf unsere offensive Deckung und hat eben kleine, schnelle Spielerinnen gebracht. In dem Fall eben sie, die eben diese Lücken, die sich eben auftun, dadurch auch nutzen sollen. Augsburg. Lisa, Müller, Michelle Ubrich, weiterhin am Kreis, Carolina Kulatsch und ganz rechts auch schon seit geraumer Zeit Alexandra Matsuko. Da ist sie. Gastgeber. Sehr viel Risiko natürlich, ja, für so einen Gegner. Muss auch mal sein. Der Neutrige Argen da vorne ausgelassen. Carolina Kutlatsch macht es natürlich auch gut, haben wir schon zwei, drei Mal gesehen. Sie ist natürlich sehr schnell. Und sie läuft viel ohne Ball und da bewegt sich eben halt in dem Moment, wo sie den Ball kriegen könnte, und dann ist sie sehr schwer zu halten. Oh. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, wenn jemand aus dem Rückraum an den Kreis geht und das Verständnis für dieses Spiel so hat wie sie. Und wir haben ja auch schon über andere Kandidaten gesprochen, die sonst gar nichts gemein haben mit dieser Position, die nun wirklich nicht leicht zu spielen ist, und das dann so macht. Geht auch in Ordnung. Letzte Spielminute läuft. Zweite Führung für die Mannschaft von Wiener Schmidt von Thomas Arnebauer. Das war wieder ausgesprochen gut gespielt. Diesmal über ganz links, diesmal über Nathalie Augsburg. Das ist ja auch Susans große Stärke. Sie ist ja nicht nur eine Werferin, sondern sie hat auch eine sehr große Spielübersicht und das macht es natürlich sehr gefährlich. Ich will jetzt nochmal Freiwurf geben. Aber entweder geht es ganz schnell, genauso. Wisser hat es noch erwischt. Ersten 30 Minuten so rum. Ich sage herzlichen Dank für den Moment. Easy eilt zum kleinen Rest und der Buxtehude SV liegt in eigener Halle aktuell zurück mit 3 Toren. Ich schaue mal, dass mir Henrik Toft-Hansen und Hans Lindberg nicht entwischen. Zumindest schauen die auch schon mal in meine Richtung. Dann organisiere ich mir noch das Mikrofon. Und jetzt gehen wir aber erstmal sicherlich ausführlich in die Werbung, damit wir uns dann auch ganz entspannt aufstellen können mit den beiden Herren vom HSV. Also bis gleich.
mir versichern, dass ich... So, die Werbung ist vorbei und wir senden weiterhin live im Netz, aber wir senden eben auch in dieser wunderschönen Halle, dem Schulzentrum Nord. Die beiden großen Haas vom HSV schauen Frauenhandball, Henrik Toft-Hansen und Hans Lindberg. Wie gefällt es bisher? Super, ich finde, es ist eine geile Stimmung hier in der Halle und hat Spaß gebracht bis jetzt. Ich versuche so ein bisschen zu kommentieren mit der Isabel Klein. Habe sie gefragt, wieso sind die Jungs vom HSV eigentlich hier und trainieren nicht? Die müssen morgen Königsklasse spielen gegen Aalborg. Also habt ihr schon trainiert, Henrik? Ein bisschen, aber nicht so viel. Wie gefällt euch neben dem Spiel, dass das die Frauen hier zeigen? Weil ich weiß, ihr beiden seid schon ganz schön verwöhnt in Dänemark. Da wird guter Frauenhandball gespielt. Aber so ein Ausflug nach Buxtehude und in die Bundesliga bei den Frauen ist schon ein schöner Ausflug. Warum ist das so? Also ich bin ja hier, um Henriks Freundin zu unterstützen natürlich. Und das ist ja natürlich schön bei so einem Topspiel wie hier. Und ich finde das toll und klasse. Ich finde das eine geile Atmosphäre in der Halle und ich hoffe natürlich, dass Buxtehude ein paar Tore mehr macht als Leipzig in zweiter Halbzeit. Und ich bin mir übrigens sicher, dass auch die Buxtehuder Fans sehr zufrieden sind, dass zwei HSVer hier sind. Champions League-Sieger. Zumindest der eine. Henrik, ich habe mich eben mit Isi auch über den berühmten Elbtunnel unterhalten, weil durch den muss Dominik fahren, auch Isabel, wenn sie aus Kiel kommt und ihr... Du zumindest heute und Ulrika immer. Klappt das meistens? Ist sie schon mal zu spät gekommen zum Training? Weißt du das? Nein, nicht so viel zu spät gekommen, aber heute war vieles da außer. Das war ein kleines Problem. Erstes Mal, ich soll ein Spiel gucken in Buxtehude und da ist Stau. Das war nicht perfekte Timing, aber meistens dauert nur eine halbe Stunde von Hamburg zu hier. Hans, der Buxtehude SV spielt natürlich auch international, Europapokal, der HC Leipzig, Königsklasse wie ihr, Titelverteidiger. Zum Glück auch wieder dabei über die Qualifikation. Wir sind in einem sehr frühen Zeitpunkt der Saison, in dieser berühmten Velux ERF Champions League. Aber wo soll die Reise hingehen, wenn man denn einmal ganz vorne lag in Köln? Also für uns oder was? Ja. Das ist eine gute Frage. Das ist ein langer Weg und wir haben ja einmal probiert letztes Jahr und das ganz realistisch wäre es nicht so einfach nochmal zu machen und wir hoffen ja natürlich, dass wir gut spielt und viele Punkte sammelt und dann können wir hoffen, dass wir wieder in Köln bei Final Four sind. Das wäre natürlich ein Traum. Das war übrigens auch ein Traum für Eurosport, denn morgen auch der HSV im Angebot bei Eurosport ab 18 Uhr gegen Aalborg und dann die Rhein-Neckar-Löwen, die spielen zu Hause. Gegen wen, weiß ich jetzt gerade nicht, aber es fällt mir noch ein. Henrik, eine Sache noch, national und vielleicht auch international läuft es ja möglicherweise auf das große Duell innerhalb der Familie hinaus, also gegen den Bruder. Wie war das, das erste Mal ihm gegenüberzutreten in der O2-World in der Bundesliga? Da war, glaube ich, die ganze Familie versammelt in der O2-World. Ja, ich habe 17 Billetten verkauft zu diesem Spiel und das war sehr toll, aber wir haben 2 Punkte verloren und das war nicht gut. Aber wir mussten 2 Punkte gewinnen in Kiel. Das ist 26. Dezember und das ist sehr wichtig für uns. Aber das ist geil, zu seinem Bruder spielen. Ich danke euch ganz herzlich. Ich wünsche euch noch viel Spaß hier in Buxtehude und dann viel Erfolg natürlich weiterhin national wie international. Hans Lindberg, Henrik Toft-Hansen. Und wir machen eine kleine Pause bei Live im Netz und dann melden sich Isabel Klein und der Reporter wieder. Bis gleich.
So, das ist schon eine tolle Sache mit den beiden. Nochmal herzlichen Dank an Hans Lindberg, natürlich auch Henrik Topf-Hansen und auch an den HSV, der heute früh trainiert hat. Das heißt, die beiden haben Zeit, übrigens auch die Frau von Pascal Henz ist in der Halle. Das finde ich richtig gut. Tut dem Frauenhandball übrigens auch gut, auch wenn Hans Lindberg ja ganz ehrlich eingeräumt hat. Und das wissen wir von dem Dänen, dass er ein sehr ehrlicher Mensch ist. Er ist natürlich unter anderem auch gegen Ulrika Agren hier. Übrigens, die Rhein-Neckar-Löwen spielen morgen dann ab 20.30 Uhr bei Eurosport gegen St. Petersburg. Erstes Spiel Hamburg gegen Aalborg, zweites Spiel Mannheim gegen St. Petersburg. Auch da gibt es eine schöne Connection zum HSV, nämlich die werden trainiert von Dimitri Torgovanov. Easy Klein redet im Moment noch mit Türk Leun, hatten wir eben auch ganz kurz im Bild. Das ist natürlich genau die Situation, über die ich gesprochen habe. Jetzt kommt sie langsam wieder zu uns, also es wird möglicherweise noch den einen oder anderen Hinweis auch von ihr gegeben haben, zu dem, was sie denn mitnehmen konnte aus der ersten Halbzeit, aus den ersten 30 Minuten. Und die Heimmannschaft liegt, obwohl sie mehrfach dran war, im Moment mit 3 Treffern zurück, 13 zu 16. Und übrigens wird inzwischen auch Bundesliga in Kiel gespielt. Geht gerade los in der Sparkassenarena 2015, heute gegen Balingen. So, ich habe die... Die müssen jetzt gerade erst angefangen haben. Ganz ruhig, easy. Übrigens konnte ich leider mit Hans und Henrik das Thema Einladung zurück zum HSV nicht mehr besprechen, aber das löst ihr dann intern, bin ich mir ganz sicher. Alles klar, versuchen wir. So, ich habe es eben gesagt und wir haben es auch kurz gesehen im Bild. Tatsächlich hattest du kurz jetzt im Nachgang auch nochmal Kontakt mit Dirk. Was will der machen mit seinen Damen in den gelben Hemden in der zweiten Halbzeit? Ich glaube, es ist richtig viel Bewegung weiter ohne Ball. Also sie bleiben offensiv und deswegen ist das halt eben wichtig, dass wir da uns weiterhin bewegen. Auch hinten. Also wir haben viele leichte Fehler gemacht, wodurch sie ihre Gegenstoßtore machen können. Die müssen wir abstellen. Also wenn wir mal standen, haben wir sie eigentlich gut auch mal im Griff gehabt. Schön. Und das wollten wir machen. Genau das. Randy Bieler. 14. Treffer. ACL. Da ging es offen. Die Decke muss man eben auch die Räume nützen. Eben durch diese Lauftäuschungen. Das haben wir eben auch genau angesagt. ACL jetzt direkt vor uns, für sie auf der linken Seite, weil wir sitzen ja gegenüber von der sogenannten Führungskamera. Susan Müller, Carolina Kutlatsch und zum ersten Mal jetzt auch dabei Anne Hubinger. Wir haben es gesagt, auch die ist ja noch da. Die nächste Nationalspielerin. Ja. Schön. Jetzt auf halb rechts und am Kreis mit Nathalie Augsburg. Er versucht jetzt die Variante mit den beiden Linkshändern eben im Rückraum. Und ganz rechts auch eine mit einem feinen Händchen, mit einem feinen linken Händchen. Nämlich Alexandra Matsuko. Hm. Ah. Gut so. Diesen Wechsel nutzen können. Das waren wir in der Überzahl eben und damit ein bisschen Glück, aber erfolgreich. Schön. Gut gehalten, Antinenz. Kein Problem, den Ball aufzunehmen für Ulrika Agren. Vielleicht schon ein Freiburg, zumindest war der Körperkontakt. So, und jetzt das Ganze wieder mit Carolina Kutlatsch, zumindest für den Moment. Am Kreis.
gut so. Da befand sich zwar Carolina Kutlatsch in der Nähe, aber bestimmt nicht anspielbereit. Und die Abwehr war auch sehr aufmerksam. Und das war der Auslöser hinten für den Erfolg vorne. Ausgleich easy, siehst du. Übrigens fühle ich mich jetzt ja fast so ein bisschen als Teil der Bank hier vom Buxtehude SV. Was? Wir haben eine halbe Mannschaft hier draußen. Ja. Sind jetzt 4 Minuten gespielt und schon tauscht Thomas Ornebau wieder einen Teil seines Rückraums aus. Das war ein gefährlicher Pass und der war auch schwer aufzunehmen, weil schlecht von Maura Wisser. Führung Buxtehude. Das ist etwas, vor dem eben jeder Trainer, der hier anreist, ob ein Herbert Müller, ob ein Thomas Ornebau, vorher Stefan Matzen und so viele andere, auch einmal ein Heine Jensen, jetzt hier längst Bundestrainer. Nämlich das, was hier der BSV initiiert, wenn er erstmal ins Rollen kommt. Und dann greifen diese kleinen Rädchen ineinander. Schade. Ja, solche Dinge sind eben ärgerlich, weil sie müssen wechseln. Sie machen den Angriff-Abwehr-Wechsel und eigentlich ist eine frei bei uns. Und sie setzen da natürlich gut unter Druck. Man muss schnell eine Entscheidung treffen und da sind sie einfach gut drin. Und ein bisschen mehr einen kühlen Kopf bewahren. Ball bleibt in dem Reihen von Buxtehude. Lang markiert Andi Bühlau sehr eng. Das geht lang geht. Susan Müller kommt. Susan auf dem Parkett, eine ähnlich ruhige Vertreterin wie im wahren Leben. Also du kennst ihn wirklich sehr viel besser. Ich habe als Journalist immer mal wieder versucht, mit ihr ein längeres Gespräch zu führen. Das ist nicht ganz einfach. Aber sie ist eben, wie sie ist. Aber das muss man dann auch akzeptieren und hinnehmen, dass man ihr keine Geheimnisse entlocken kann und Anekdoten. Ja, das stimmt wohl. Wir sind ja auch bei einer Zusammenschaft zusammen auf dem Zimmer, verstehen uns da auch sehr gut. Haben auch viel Spaß zusammen, sie spricht da auch mit mir. Hab ich also Glück gehabt. Nein, Spaß beiseite. Also. Der Wortanteil von dir ist dann eben einfach auch höher. Das ist ja Frage das nächste Mal. Der Leipzig spielt jetzt auch mal eine Variante in Abwehr. Eben diese Mannequin gegen Randy Bühlau. Sie organisiert natürlich besonders gegen die offensiven Deckungen gut. Wir haben aber eigentlich auch starke individuelle 1-1-Spielerinnen. Das muss ich nur das Ding reinmachen. Es war eigentlich bis zum Abschluss ein Spaziergang. Das war auch sehr gut gesehen. Und Jessica Oldenburg. Du kannst mich gerne korrigieren, aber ich glaube, Randy war auch noch nicht ganz zurück und er ist halt im leichten Vorteil. Ich glaube, sie hat ausgeholfen. Ich glaube, sie war bei 9 Meter, ehrlich gesagt. Aber sie hat dadurch natürlich schon umschalten können wir. Sie ist nicht der Typ, für vorne stehen bleiben. Nein, das wollte ich damit auch nicht unterstellen. Manchmal ist es ja auch vom Gefühl her so, dass du vielleicht erahnst, dass der Ball wieder in den eigenen Reihen landet. Es ist ein Risiko, dass du da gehst, völlig klar. Schön. Ja, man sieht das natürlich gegen diese 3-2-1. Es fehlt ihnen halt jetzt eben auch genau Anne Müller, die eben die schnellen Bewegungen ohne Ball macht. Das haben wir momentan ganz gut im Griff. Carolina Kutlatsch, jemand mit einer unglaublichen körperlichen Präsenz. Arm ist oben. Ja. Ball bei Buxtehude. Und wenn 1300 Handballfans kommen, dann ist die Halle
eigentlich ausverkauft. Perfekt, eins war mehr als 1300. Ach, was für ein schönes Tor! Und gut natürlich nach diesem Misserfolg, in Anführungsstrichen eben. Aber es setzt sicher aus, die Kugel. Oh. Aus. Ich habe ihn gerade gesehen, den Finger, und der ging nicht mehr in die Richtung, wo er hingehörte. Finger außen kugeln. Ja. Einmal auf Holz beißen. Wenn das Leben so einfach wäre. Nee, ich weiß. Ja, ist das toll. Melissa Luschnat. Über links, aus dem Häuschen natürlich. Die Fans von Buxtehude, denn es steht 2017. Und hinten in der Ecke bei Kaizmann Hinner wird es ein bisschen hektischer. Ich glaube, es hat gerade gegen diese Offensive Abwehr das Problem ausgeführt. Cool gehabt. Auszeit genommen. Wenn du da jetzt in die Gesichter schaust, dann ist da fast ein bisschen Verwunderung auszumachen. Freude natürlich auch über die derzeitige Führung, aber die geht völlig in Ordnung. Aber es war gerade trotzdem interessant. Jetzt sie macht das Tor, läuft zurück, dann guckt sie erst auf ihren Finger und merkt erst, stimmt was nicht. Und daraufhin ist sie wieder erst raus. Mir ist natürlich nicht entgangen, dass du kurz mit Antje Lenz Kontakt hast. Worum ging es da? Wir sind ja unter uns, du kannst es nicht. Ich glaube, dass der Ball irgendwie auch ein bisschen rutschig ist. Also wir hatten jetzt schon ein paar Mal, dass Leute den nicht richtig in der Hand hatten, und ich finde, dann werfen oft besonders außen gerne flach. Das hatten wir in der Halbzeit schon kurz mal. Ja. Ich glaube, dass sie da vielleicht auf die Bälle dann noch unten geht. Andi Bühler nochmal schön nachgelegt von den Kollegen. Und gleich nochmal. Das ist schon ein bisschen mehr als ein Zwischensport. Das ist ein Zeichen, das Buxtehude hier gesetzt hat. So, ja. Da war es gerade noch so zu erkennen, aber sie hatte es noch nicht mitbekommen. Nee. Das waren ein paar Schritte weiter. Ich glaube aber, er ist wieder drin. Braves Mädchen. Ansage, Handzeichen von Maura Wisser. Das war jetzt gut, weil die Absprache zwischen den eigenen Spielerinnen nicht gestimmt hat. Wobei ich glaube, vom Gefühl her war das richtig von Nathalie Augsburg. So war es geplant, aber ich glaube, Caro war da verkehrt gelaufen. Prächtige Stimmung im Schulzentrum Nord am Mittwochabend, Handballabend wie so oft in Buxtehude und natürlich auch an anderer Stelle. Hier unter anderem der Tatsache geschuldet, dass der HCL Champions League spielt. Und das war wieder eine Glanztat gegen schon eine richtig gute, gegen Carolina Smith-Ornebor. Antje Lenz, Ausrufezeichen. Das ist einer von diesen 1300 Handballfans. Ist der 100% Peter Prior. Jetzt das Finger sieht zumindest wieder normal aus. Der Schmerz setzt wahrscheinlich dann auch eher zeitversetzt ein. Leicht zeitversetzt. Nochmal die Glanztat von Antje Lenz. Ist noch ein langes Spiel, klar. Sind noch etwas weniger als 20 Minuten. Der HCL ist beeindruckt, absolut beeindruckt. Vier Tore Differenz
Ulrika Agren trifft. Und es trifft auch. Von die Bühler. Jawohl. Das verschiebt sich auch mal ein schmaler Grat. Aber man hat gesehen, dass Saskia Lange eigentlich nicht irgendwie versucht hat, den Ball irgendwie von ihr abzuwehren, sondern nur sie festgehalten hat. Also es ist eigentlich nicht regelkonform, aber man sieht auch selten, dass es dafür wirklich eine progressive Strafe gibt. Oh, ups. Ich hoffe, das ist kein Zahn. Kontaktlinse. Das wäre besser. Du musst schon erstmal wiederfinden. Ja, das ist schon ziemlich beeindruckend jetzt, die 11 Minuten, die wir jetzt miterlebt haben, aus Sicht vom BSV. Zählt dieser letzte Treffer nicht? Offensichtlich. Nee, es war im Kreis. Ja. Ulrika Ockring hat er abgefunden zumindest. Ja, ich hatte da schon ein bisschen frühzeitig jubiliert. Nächste Variante jetzt mit Carolina Smith am Kreis. Susan Müller. Für die Heimmannschaft. Die Erfinderin oder der Erfinder dieses berühmten Kinesio-Tape, ich glaube so heißt das, ist wahrscheinlich inzwischen reich. Das ist häufig, wie man das inzwischen im Einsatz sieht. Ich glaube, es ist so ein kleiner Asiat, der da gar nicht kommerziell gedacht hat, sondern nur Menschen helfen wollte. Ja. Daher weiß ich gar nicht genau. Das hat uns ja vorhin schon angesprochen, haben. Diese Schlagwürfe, die Gradlinigen, da ist sie einfach gut drin. Aber bist du das auf jeden Fall noch nicht die Alte? Tastet sich so langsam wieder rein ins Geschehen. Das war jetzt ausgesprochen gut gespielt. Mit einer erneut erfolgreichen Vollstreckerin von ganz links, Nathalie Augsburg. Saskia Lange geht zurück auf die Bank. Ich habe versucht, natürlich Claudia Kudlasch Rückraum zu kriegen, weil ich glaube, sie ist halt eine der besten 1-1-Spielerinnen der ganzen Liga. Und eigentlich gegen offensive Deckung müsste er liegen. Viel schwierig, weil er dann eine gelernte Rückraumspielerin wieder an den Kreis stellen muss. Zusammen mit Susan Müller auch die erfolgreichste Torschützin beim HCL. Hat einen richtig guten Wurf. Und der hier entschärft von Antje Lenz. Doch schwer tun gegen diese Mannequin von Rally Bühler. Und am Anfang hat Jessica eben ein, zwei schöne Einzelaktionen gehabt, aber jetzt gerade sieht man wieder, dass wir da... Ja. Nicht so richtig gut mit zurechtkommen. Wieder Schmerzen. Thank you.
Der Ballverlust, Tor und auch noch 2 Minuten. Es ist ja manchmal gar nicht schlecht, sich dann in der Mitte auch einfach mal rauszunehmen und zurückzuhalten. Aber war das gewollt jetzt über diesen relativ langen Zeitraum von Randy, eigentlich gar nicht einzuschalten? Hat ja am Anfang gesehen. Also am Anfang war man erfolgreich damit. Ja. Da hatte man eben die Räume. Ich denke auch, man müsste jetzt wieder was spielen, wo sie auch eingebunden wird vielleicht und mal ausprobieren. Andererseits, ich bin eigentlich der Fan davon, wenn Manndeckung komplett weg, weil 5 gegen 5 muss irgendeiner stark genug sein, sein 1-1 zu gewinnen und dann ist schon die halbe Miete. Also bin ich grundsätzlich schon... Guckst du, wo die Unterzahl? Das wird mit Sicherheit nicht als echte Angriffsaktion gewertet, wenn es auch den Freiwurf gibt. Arm ist oben. Oh. Es ist eigentlich eine schöne Variante. Sie sah nicht aus wie die gewollte. Das kannst du mehr sagen. Sie war ganz frei. Also möglich gewesen wäre sie eigentlich. Ja. Es sah nach dem klaren Block aus für Jessica. Ja. Etwas mehr als eine Viertelstunde rum in der zweiten Halbzeit. Wenn sie rollen, sind sie schwer zu stoppen. Susan Müller und Karolina Kutlacz, die Polin. Natürlich wieder ausgebucht, die meisten Nationalspielerinnen. Inzwischen tief überwunden vom HC Leipzig. Ich glaube, von 17:20 auf 21:20. Ja. Ich muss gerade schmunzeln. Wir hatten das beim letzten Heimspiel. Da habe ich mit dem Trainer gesprochen neben der Bank und dann hat die Bank 2 Minuten bekommen, weil sie nicht für die beim außerhalb der Coaching so sprechen darf. Also die Regel hat noch keiner von uns gegen gehört, aber. Ja, haben dadurch, ich würde auch gerne wissen, ob es stimmt oder nicht. Offensichtlich gibt es sie. Bis gar nichts. Und das ist die einzige Sache bei Caro. Es ist immer sehr grenzwertig. Sie macht meistens 1-2 Schritte, um sich ihren Abstand zu holen. Dann hat sie ihren perfekten Abstand. Und dann kommen die 3 fürs 1-1. Und das ist als Abwehrspieler natürlich extrem schwierig dann, weil du eigentlich einen Abstand so herstellst, dass er nicht passt. Ja. Und sie holt sich ihren Abstand. Also Freiburg für Leipzig. Entwischt, war noch ein Händchen dran. Dann geht es zu dem Müller. Das ist eigentlich auch ein Schritt zu viel. Ja, hätte ich auch gefühlt gesagt. Oh, jetzt hält Susan Müller den Ball schon ein Momentchen zu lang. Ein
ganz kurz kam da auch mal das Temperament von Susan durch. Ganz kurz. Ein Zwiegespräch mit Randy Bühler. Man sieht es, dass wir eben, die Variante auswählen mit Randy im Kreis. Auszeit. Ich bin ein bisschen verwöhnt durch die Fernsehübertragung, deshalb halte ich immer inne bei der Auszeit, aber wir können das Geschehen natürlich nur beobachten von hier. Du musst vielleicht noch Lippen lesen lernen, wenn du weiter die Frauen kommentierst. Ja. Also kurze Zusammenkunft von beiden Teams. Wie geht es für euch weiter? Wir haben also ab morgen haben wir nochmal auslaufen, aussehen, alles machen. Und dann haben wir drei freie Tage tatsächlich. Sensationell. Also wir hatten in den letzten zwei, drei Wochen hart trainiert, weil wir eben auch ein freies Wochenende dazwischen hatten. Und deswegen haben wir viel, gerade in diesem individuellen Bereich und diese Schwachstellen, die wir noch hatten, aufarbeiten können. Und haben eben jetzt nächste Woche erstmal, oder jetzt eben die kommenden Tage, drei Tage frei. Kannst du weiter an deiner zweiten Karriere fallen? Also kann ich noch mal kommentieren? Kann eigentlich nicht sein, dass Sport 1 da wieder einen Mann einsetzt als Experten bei den Frauen. Wobei ich mir gar nicht ganz sicher bin, ob Daniel Steffer das durchgezogen hat beim letzten Turnier. War nicht Ulle Stange sogar mal zu hören? Das vorletzte Turnier, genau. Und vielleicht warten wir es mal ab, vielleicht kommt ja bei dem Turnier jetzt eine Frau als Kommentatorin. Ich könnte es, ja. Ich würde es fast vermuten. Ich weiß, ich habe da nicht viel zu sagen, bei dem einen Münchner Sportsender. Aber ich kann mich da ja auch als kritischer Zuschauer mit einbringen. So, hier geht es weiter in der Bundesliga. Spitzenpartie. Aktuelle Nummer 1 gegen die Nummer 3. Unentschieden. 11 Minuten noch. Einmal rechte Hand jetzt im Rückraum. So. Gab's leichten Körperkontakt, aber ich meine, das ging in Ordnung. Ich kann nicht spielen. Natürlich Augsburg, die relativ spät zum Handball gekommen ist. Sie hat natürlich da noch eine unglaubliche Physis. Also sie war ja beim Leichtathletik. Genau. Und, ich glaube, das Handballerische kann man eben später sozusagen noch lernen, weil bei Kulturwerk ja auch nicht anders. Aber wenn man eben die Physis mitbringt, dass man erstmal alle Veranlagungen hat, um alle exzellente Dinge machen zu können, ja, ist wirklich perfekt. Du bringst auch zusätzlich noch ein bisschen anderes Verständnis für deinen Körper mit und das, was du zusätzlich vielleicht brauchst, wo du nachlegen musst. Ich glaube an sich, der Handball wird einfach immer athletischer. Ich fand, das geht in Ordnung. Und wir hatten hier exzellente Sicht auf das Geschehen genau vor uns. Diesen Wurf, der an den Pfosten ging von Karolina Kudlatsch. Buxtehude mit der erneuten Führung. Geht schon in Ordnung. Ja. Und auch das ist natürlich Karolina Kudlatsch. Darüber war sie eben nicht zufrieden zuvor mit der Situation. Und dann gibt sie gleich das nächste Mal, wenn sich die Chance bietet, Vollgas. Ich habe sie da auch einen ordentlichen Pferdekuss noch bekommen. Ja. Eine Spielerin, an der sicherlich viele und auch ganz andere europäische Top-Clubs dran waren. Aber noch einmal, die spielt inzwischen schon sehr lange beim HCL.
weil ihr dort auch das Gesamtpaket gefällt. Ich bin nicht ganz sicher, ob sie mit ihrem Studium inzwischen durch ist, aber sie fährt auf jeden Fall auch zweigleisig. Aber ich glaube, sie ist fertig. Diplompsychologin. Jawohl! Die Krönung wäre gewesen, den Ball natürlich noch zu sichern, aber der kam schon mit einer enormen Beschleunigung darüber gefegt. Doppel! Da gab es übrigens eben die kurze Verunsicherung bei Marc Fastow über diese Aktion von Susan Müller, die direkt vor uns sich abspielte, weil da war nur rein gar nichts. Das war eine astreine Schauspieleinlage. Hat er mal durchgehen lassen. Alarm aufpassen! Ärgerlich, ärgerlich. Denn aus diesem Problem, was sich da ergab, hat Sarah Lamp doch wirklich das Allerbeste rausgeholt. Eigentlich optimal, nur der Torerfolg, der fehlte uns dann am Ende. Schön. Aus der Nahdistanz, mit ihrer Länge, mit ihrem Körper. Mit ihrem Können Ausgleich durch Carolina Svedonobor. Es macht den Fans aus Buxtehude viel Spaß. Schön. Eine Einzelleistung von Jessica Oldburg. Weiter spielt, Janosch! Einmal den Finger in das Eisbad getaucht. Das war nur ein Eispackage. Ein bisschen Linderung gebracht. Zuletzt ging es hier, wenn ich mich richtig erinnere, immer knapp zu gegen den HCL. Ja, das stimmt. Ich habe allerdings auch, ich glaube, es war vor 2 Jahren mal ein Spiel, da habt ihr die fürchterlich eingeseift. Da war ich nur Gast. Der Treffer ist uns nicht entgangen und ihn sowieso nicht an den Bildschirm. So, jetzt auch Isa Sophia Rösicke an den Kreis. Augsburg, Issa, Svedonobor. Carolina Kudlatsch jetzt rechts im Rückraum, kann sie auch. Schritte vorher. Ja. Anna Stapelfeld fragt auch noch mal konkret nach, warum. Die Frage berechtigt, aber allerdings auch die Frage an sie, wenn sie da ganz bisschen mehr Konsequenz gezeigt hatte, die fehlte eben. Wichtiger 7 Meter für den HC Leipzig. Ohne Kompromisse Carolina Kudlatsch. Kapitänin hat man immer die besondere Ehre, zum Saisonauftakt bzw. Saisonabschluss viel sagen zu müssen. Auch das kennst du. Ich weiß nicht, ob das in Buxtehude nun ganz genauso ist. Ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich Philipp Lahm sehe. Das ist scheißegal, ob Nationalmannschaft oder bei den Bayern, egal was ist. Er kommt immer, man sieht ihn schon immer während dem, wenn es viel abgepfiffen ist, sieht man ihn schon denken. Also man merkt schon, er muss bei jedem Spiel vor die Kamera. Und ich glaube, er muss noch ein bisschen mehr diplomatisch sein als ich. Es ist jetzt natürlich spekuliert.
die 2 Minuten möglicherweise auch mit dieser Nachfrage eben zusammenhängen? Ich glaube eher nicht. Da haben wir einen Schritt zu spät. Ja. Wenn man eine Mannschaft wie Leipzig in dieser individuellen Klasse, die können eben halt auch mal 2, 3 hinten sein. Wenn sie ihr Ding weitermachen, können sie auch ganz schön wieder halt rankommen. Die Unterzahl gegen sie zu spielen ist extrem schwierig. Man hat auch gerade schon gesehen, er hatte umgestellt wieder auf die 6-0 den letzten Angriff. Wir haben uns eigentlich eine gute Chance erspielt, aber leider nicht reingemacht. Ich hatte es gesagt, eingebettet die Bundesliga-Partie in die Königsklasse am Wochenende, zuletzt zu Hause gegen Ljubljana, am Wochenende dann jetzt erneut in der Champions League gegen Severhofen. In 2 Wochen dann stellt sich der deutsche Meister vor. Ich bin nicht ganz sicher, ob das ein Heimspiel ist. Auf jeden Fall ist es der Gipfel gegen den THC. Du kennst die Situation zuhauf und man erlebt sie eben trotzdem immer wieder. Wenn es dann wirklich so war, dass man da keine Aktien drin hat und man versucht das nochmal verzweifelt zu erklären. Das ändert nur nichts, sag ich nur verschwendete Energie, das war das Problem dabei. Ist auch so, ist genau so. Aber das kannst du deinen Mädels und deinen Jungs immer wieder eintreten und einhämmern. Es kommt in jeder einzelnen Situation dann doch wieder ganz anders. Naja, das muss dann auch mal raus. Also ich meine, man kann ja jetzt nicht vom Parkett trotten und sagen, ja. Das ist eine spannende Situation. Beide mit den 2 Minuten Strafen. Hier glaube ich 20 Sekunden oder so, das ist komplett dafür vollzählig. Und es sind nur noch 4 Minuten. Früh dran, früh drauf auf Friederike de Kubernatis. Wir müssen gleich aber wieder machen, Block stellen und dann rausgehen, weil sie gehen zu zweit zum Block, sie springen, also es wäre wieder derjenige frei, der im Block steht. Ja, wunderbar zu erkennen eben. Oh! Sensationell! Man sollte meinen, die Gegner kennen das Anspieler, aber sie sind immer wieder überrascht. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob sie das sogar gegen Erfurt auch so ein Ding gemacht hat. Also, ja, immer wieder. Direkter Freiwurf. 25-24. Auch die Variante, die wir noch gar nicht innerhalb von 57 Minuten von ihr gesehen haben. Jetzt zieht sie den Joker mal. Sie war auch schon viel eben halt auf der Mitte, wo sie durch gegen die 5-1 vorne den Wurf nicht anbringen kann. Sie war dann lange am Kreis. Also die Option war noch nicht wirklich so da. Ausgleich. Der direkte Freiwurf in der Verlangsamung schön nachgelegt und passt auch, weil der HCL zumindest diesen Angriff erstmal etwas langsamer aufbaut. Dann lauerte nämlich Susan Müller und lauerte auch schon vorher immer das Signal von ihr. Guck mal hier hinten in die Ecke, ich stehe frei. Außerhalb von der Glow. Da kann man gut erkennen, wie klein Randy Bühler eigentlich ist. Sie ist klein, aber stark. Ja, wirklich stark. Das war saugut eben. Es ist aber immer wieder erstaunlich, auf diesem sehr hohen Niveau, ob auf Vereinsebene, auch Nationalmannschaft, wie leicht es dann manchmal doch ist, mit diesen so
ganz spezifischen Kleinigkeiten im Handball erfolgreich zu sein. Wie eben ein direkter Freiwurf. Wie überhaupt einen Block stellen auch beim Freiwurf, um den Ball gleich wieder abzuspielen. Ich glaube, das ist aber auch eine Sache, wo man eben merkt, wenn eine Mannschaft lange zusammen spielt, ist ja auch eine Eingespieltheit. Man guckt sich an und zwei Leute wissen genau, jetzt blind, das passiert. Und das haben wir noch gar nicht. Also das merkt man, wenn wir unter Drucksituationen sind, merkt man ganz oft bei uns. Und jetzt greifen noch keine Automatismen, weil eben einfach die Leute noch nicht eingespielt sind. Ja, sehr, sehr guter Punkt. 28:19 zeigt die Uhr in der zweiten Halbzeit. Ganz klar die Schlussphase, heißt hier frühzeitig, dass die gesamte Halle steht. Aktuell unentschieden, anderthalb sind es noch. So, und auch wenn der BSV jetzt den Ball verliert, hier fand ich den Arm viel zu früh, weil das war doch keine Absicht, den Ball nach hinten zu spielen. Also es war eine verunglückliche Geschichte. Das ist für mich dann keine Sekunden, die zählen sollten. Vielleicht stehe ich mit meiner Meinung alleine da. Dann oft so, wie es ja auch nur wirkt, ist ja oft bei Schritten so. Wie oft ist es kein Schrittfehler oder es ist ein Schrittfehler, aber weil es rund ist, wird es nicht gepfiffen. Also es gibt so viele Situationen, wo es eben nicht eindeutig ist. Auf jeden Fall, Quanstein. Oh, das ist Randy Bülau heiß. Da vorne auf der 1, die ganze Zeit schon. Freiwurf. Und dann, wenn das so für Susan Müller gemalt wird, diese Situation, dann ist sie natürlich auch in so einer entscheidenden Phase da und er zieht die Führung für den HC Leipzig. 20 Sekunden sind es noch. War sehr verführerisch, schnell abzuschließen. Die waren natürlich auch sehr nah dran, dadurch konnte die Abwehr sie natürlich auch behindern. Das hat man gesehen gerade. Oh, Dirk Leun ist super sauer. Vielleicht hat er auch nicht ganz unrecht. Ich habe jetzt auch nicht verstanden, wieso da einfach so die Sekunden wegticken konnten, ohne dass irgendwas passiert ist. Gut, wir können es jetzt nicht mehr ändern. Auch die beiden Trainer haben sich noch einiges zu sagen. Thomas Ornebor und Dirk Leun. Kai-Sven Hinner geht dazwischen. Nee, das muss jetzt nicht sein. Mal leicht gesagt, natürlich Emotionen drin da, auch nicht so aussehen. Ja, völlig klar. Also wir fassen jetzt schon mal diese 60 Minuten aus Buxtehude zusammen und einigen uns darauf, dass das insgesamt, so schwer das ist, das am Ende zu sagen, wenn man verliert zu Hause, schon eine sehr positive Angelegenheit war. Nur leider mit dem besseren Ende für den HC Leipzig. Also, 25:26, auf jeden Fall ein tolles Spitzenspiel. Zusammen erlebt mit Ihnen an den Bildschirmen, zusammen aber auch mit Isabel Klein, bei der wir und ich mich ganz herzlich bedanke. Alles Gute für die nächsten Wochen und Monate in jeglicher Hinsicht. Ich freue mich sehr auf deinen Einsatz bei der Handball-WM. Guck mal. Einsatz bei der Handball-WM. Guck mal. Herzlichen Dank. Danke auch. Klar gibt es auch noch ein Interview und die Pressekonferenz. Da werden sich die Gemüter dann hoffentlich auch wieder ein bisschen beruhigt haben. Also bis gleich.
noch die Pressekonferenz. Ah, das Mikrofon ist an, genau. Antje, das tut auf jeden Fall gut, was jetzt passiert, nämlich, dass die Buxtehuder Fans trotzdem sehr glückliche Fans sind. Das ist schon außergewöhnlich, oder? Ja, auf jeden Fall. Bei einer Niederlage noch so zu applaudieren, ist natürlich super und muntert uns auch total auf. Es ist ja nicht das erste Mal so, dass man erneut mit einem reduzierten Kader in eine Spitzenpartie gehen muss. Und das war sie durchaus. Mit Vorteilen, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit für Buxtehude. Warum hat es dann hinten raus nicht geliked? Wir waren auch, Easy und ich, waren uns ein bisschen unsicher, was hier eigentlich zum Schluss passiert ist, weil da tickten die Sekunden weg und Dirk Leun war darüber auch sehr unglücklich, dass da nichts passierte und die Zeit nicht angehalten wurde. Wie hast du das gesehen? Also ich habe es auch nicht so richtig verstanden, warum die Zeit nicht angenommen wurde und auf einmal war es halt vorbei und wir stehen mit leeren Händen da und das ist natürlich schon sehr unglücklich, aber wenn ich sehe, wer jetzt bei uns alles auf dem Spielfeld steht, mit Leo und Melissa, die es auch ganz toll gemacht haben, da kann man auch stolz auf sein, so ein Spiel abgeliefert zu haben. Sehe ich genauso und das Positive wollen wir aus dieser Partie auch mitnehmen. Wo steht man aktuell, wenn man auch verliert gegen den HC Leipzig, aber sich lange Zeit, um nicht zu sagen, eigentlich fast über die gesamten 60 Minuten so präsentiert, übrigens auch im Tor. Deshalb stehst du hier. Ja, also ich denke, Thüringen und Leipzig sind schon in der Liga dominierend und Oldenburg und wir und eigentlich auch Leverkusen kommen halt dahinter und ja, aber wir versuchen natürlich auch gegen die Gegner vor allen Dingen dann auch aufzutrumpfen. Danke dir ganz herzlich, viel Erfolg für diese Saison. Danke. Das war's im Moment von BSV Live und dieser Spitzenpartie Buxtehude gegen den HC Leipzig. Noch einmal der herzliche Gruß nach Sachsen und Glückwunsch natürlich auch dem Team von Thomas Ornebohr, auch wenn es hinten raus da diese leichten Kappeleien ging. Aber Kompliment auch an den BSV. Es folgt die obligatorische Pressekonferenz. Wir machen sicherlich eine kleine Pause und dann übernimmt Peter Prior das Mikrofon. Also herzlichen Dank, dass Sie dabei waren bis hierhin und bleiben Sie bitte noch dran.
kommen zur Pressekonferenz nach diesem packenden Spiel. Und wir wollen mal hören, was die beiden Trainer zu sagen haben. Als erstes Gästetrainer Thomas Ornebock. Danke. Immer tolle Stimmung hier in Buxtehude. Viele Leute und ganz gute Stimmung. Aber über das Spiel am Feld habe ich keinen Kommentar. Ich denke, es war crazy. Okay, aber die Stimmung, habe ich verstanden, hat ihm gefallen. So, Dirk, was sagst du zum Spiel? Ich bin natürlich... ich bin sehr enttäuscht, dass wir mit leeren Händen dastehen nach so einem Spiel, in dem vor allen Dingen auch junge Spielerinnen ihr Herz in beide Hände genommen haben und hier ein tolles Spiel geliefert haben. Warum das Spiel verloren gegangen ist, ist schwer zu sagen. Natürlich muss man ein Tor mehr werfen als der Gegner, das ist ganz einfach. Wir sind am Ende nicht clever genug gewesen, um nochmal eine zwingende Torschance reinzumachen und haben vielleicht auch vorher die eine oder andere zu viel ausgelassen, weil gegen Leipzig kriegt man nicht so viele und da muss man vielleicht ein paar mehr nutzen. Aber das soll die Leistung der Mannschaft nicht schmälern. Ich bin natürlich auch wieder enttäuscht oder sehr entsetzt, dass wir schon wieder eine Verletzte haben, Zina Ritter. Das tut schon sehr weh. Und es gibt sicher auch noch ein paar andere Dinge, über die ich jetzt mal schlafen muss, weil ich so ein paar Entscheidungen heute getroffen habe, mit denen bin ich selbst nicht so zufrieden. Aber das gehört zu dem Job dazu. Entscheidungen stellen sich immer erst hinterher raus, ob sie richtig oder falsch waren. Und ich hätte meiner Mannschaft gewünscht, dass sie heute mindestens ein Unentschieden hier mitgenommen hätte, denn das hätte sie hochverdient. Danke. Ich habe noch einmal gefragt, was hat letztlich den Ausschlag gegeben, dass Leipzig beide Punkte mitnimmt? Oh, ich denke, dass die Mädels haben es sehr gut gemacht und für 60 Minuten gut gekämpft. Okay, danke schön, Thomas Ornebock. Ja, dann bleibt die Frage nach der Spielerin des Tages. Es gibt so Tage wie heute, da kommen mehrere Spielerinnen, glaube ich, dafür in Frage. Aber wir haben uns für eine Spielerin entschieden, die hat sich während des Spiels den Daumen ausgekugelt und hat kurze Zeit wieder auf der Platte gestanden, hat alles für diese Mannschaft gegeben. Unsere Spielerin des Tages, Jessica Oldenburg. Herzlichen Glückwunsch, Jessica Oldenburg. Hier ist das Vitaminpaket für dich und den ledierten Daumen. Und das ist dein Applaus für die Spielerin des Tages, Jessica Oldenburg. Ja, meine Damen und Herren, manchmal dauern Pressekonferenzen länger, manchmal geht das schneller. Das ist heute so der Fall. Bleiben mir noch ein paar Hinweise auf die nächsten Spiele, auswärts 30. Oktober in Trier. Nächstes Heimspiel hier in Buxtehude, Mittwoch, 6. November, ist vorhin angesagt worden, das Spiel gegen Blomberg eben vorverlegt wegen Europapokal. Und dann am Samstag, 9. November, 16 Uhr, hier Europacup gegen die Schweden von Lugi HF. Macht gerne, tut mir den Gefallen, macht Werbung. Für dieses Europacup-Spiel sind noch nicht so ganz viele Karten verkauft. Selbst viele Dauerkarteninhaber haben sich ihr Ticket noch nicht gesichert. Können Sie heute noch machen, hinten am Fanartikelstand. Macht Werbung dafür. Erzählt gerne, was hier abgeht. Wir wünschen uns auch gegen Lugi HF hier eine volle Halle. Wer noch Lust hat, mitzukommen auf die Auswärtsfahrt nach Lund, nach Malmö am 16. 17. November, ist herzlich eingeladen. Wir haben noch ein paar Plätze frei. Könnt ihr euch gerne heute Abend oder morgen dann oder auf jeden Fall in dieser Woche bei Handballmarketing anmelden. Fanfahrt organisiert der Fanbus auch für das Pokalspiel Harris Lee, 2. November, 19.30 Uhr. Bleibt mir nur zu sagen,
bedanke mich bei der Mannschaft für ein großartiges, tolles Handballspiel, bedanke mich bei euch für eine tolle Unterstützung und hoffe, wir sehen uns dann im November bei den beiden Heimspielen wieder. Dankeschön.